Liebe Zuschauer, die Märkte haben vor kurzem ziemlich heftig auf die Zinsanhebung einiger Notenbanken reagiert. Immerhin, jetzt im Moment sieht es wieder ein bisschen freundlich, ein bisschen erholter aus. Aber wie könnte es weitergehen? Das schauen wir uns genauer an. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Thomas Gebert vom Gebert-Brief, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Herr Gebert, Sie waren ja vor kurzem, vor 2 Wochen, als Sie sich mit dem Kollegen unterhalten haben, doch noch relativ optimistisch. Da ist dann aber offensichtlich ja was schiefgelaufen, vermutlich die Notenbank dazwischen gekommen. Hallo Frau Grebe, vielen Dank für die Einladung Ihrer Sendung und ich begrüße natürlich auch Ihre lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja genau, vor 2 Wochen war ich noch recht optimistisch. Ich nahm an, dass wir noch 5 freundliche Tage bekommen würden und dann erst eine Abwärtsbewegung einsetzen würde. Doch dann kamen ein paar Ereignisse dazwischen. Vielleicht können wir uns dazu einmal das Chartbild ansehen. Also, ich war dachte noch, dass 5 steigende Tage kommen, weil man oft diesen 30 börsentägigen Rhythmus sieht. Ich habe mal hier diese Punkte mit A, klein a, B, C und D markiert. Das ist so ungefähr dieser Abstand, in dem sich die Stimmung der Börsianer schwanken, so etwa. Und zwischen C und D waren zwar auch 2 Dellen, die gingen von den USA aus, da war der Nasdaq ja zweimal furchtbar eingebrochen. Und nach dem Punkt D ging es auch freundlich hoch, 10 Tage lang und da vermutete ich, dass noch 10 freundliche Tage kommen. Aber dann kamen mehrere Ereignisse, die den DAX in den Keller zwangen. Da war zunächst mit der 1 markiert, die Ankündigung der Europäischen Zentralbank, die Zinsen mehrfach zu erhöhen, was die Anleger etwas verschreckte. Und dann als nächstes der Schocker mit der 2 markiert. Das war die Inflationszahl aus den USA, 8,6%. Das war noch höher als erwartet, worauf die Kurse in den USA und auch bei uns deutlich stürzten. Und dann in der letzten Woche war letztlich noch mal ein Stoß, der den DAX in den Keller trieb. Und das war waren die reduzierten Liefermengen aus Russland. Die brachten dazu, dass BASF, Covestro, E.ON über 7% verloren an den Tagen. Also die freundlichen Tage, die ich noch vermutete, kamen nicht. Da kamen dann die schweren Einbrüche mehreren. Nun sieht es so aus, dass wir zwar noch nicht die 30 Tage nach dem letzten Tiefpunkt her sind, sodass eine längere Aufwärtsbewegung vielleicht im Moment noch nicht in den Karten ist. Aber nach dem Ausverkauf, den wir in der letzten und vorletzten Woche gesehen haben, erkennbar an den großen roten Kerzen und auch dem Fenster, also der Lücke im Kursverlauf, das spricht für einen Ausverkauf mit Überpessimismus, der meist einem Tiefpunkt vorausgeht oder ihn markiert. Sodass ich annehme, dass wir den Tiefpunkt gesehen haben, aber eine längere Aufwärtsbewegung noch nicht gleich anfängt, sondern vielleicht erst in 8 bis 10 Tagen. Also wenn Sie sagen, wir haben den Tiefpunkt schon gesehen, das würde ja dann dafür sprechen, dass die Erholung, die wir jetzt im Moment an den Märkten jetzt gerade eben auch beim DAX sehen, dass die sich dann vielleicht noch ein bisschen fortsetzen könnte oder muss man trotzdem auch noch mal mit tieferen Kursen rechnen? Nein, so ein Ausverkauf, wie wir ihn gesehen haben, das wiederholt sich dann nicht so schnell nochmal. Da würde ich annehmen, dass wir da jetzt den tiefsten Punkt zunächst einmal gesehen haben oder überhaupt jetzt hinter uns haben. Wie sieht es da jetzt beim Gold aus? Also Stichwort eben auch, da haben wir jetzt ja bei den entsprechenden geldpolitischen Maßnahmen der Notenbank, also Zinsanstiege. Wie wirkt sich das jetzt aufs Gold aus? Was ist da drin in der nächsten Zeit? Also dazu schauen wir uns mal eine folgende interessante Grafik an. Vielleicht können Sie das zweite Bild einmal einblenden. Da habe ich einmal den DAX über den Kurs einer US-Staatsanleihe gelegt. Und die verlaufen in der Regel, oder sind das früher, immer parallel gelaufen, denn der Zusammenhang ist klar, wenn der Kurs einer US-Staatsanleihe steigt, dann sinkt der Zins und dann wird Gold attraktiver, weil Gold ja keine Zinsen zahlt. Und im umgekehrten Fall, wenn also der Kurs einer US-Staatsanleihe fällt, dann steigt der Zins für langfristige Ausleihen und dann wird Gold nicht so interessant, weil Gold eben keine Zinsen zahlt. Deswegen verlaufen diese beiden Kurse eigentlich fast immer parallel. Insofern kann man Gold durchaus als eine nullprozentige unendlich laufende Anleihe sehen, so wird sie jedenfalls vom Markt behandelt.
Und nun ist Folgendes Merkwürdige passiert. Zu Anfang des Jahres sind diese beiden Kurven eigentlich das erste Mal, solange ich mich, wenn ich mich überhaupt jetzt dran, solange ich mich jetzt zurückerinnern kann, auseinandergelaufen. Wie Sie sehen, ist die schwarze Kurve, der Kurs der US-Staatsanleihe sehr stark gesunken und Gold hat sich gehalten. Eigentlich hätte, wenn so wie es früher immer gewesen wäre, der Goldpreis auch entsprechend nachgeben müssen. Jetzt, woran kann das gelegen haben, dass der Goldpreis nicht in die Knie gegangen ist? Da sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Ich nehme an, dass Sanktionen gegen die Ukraine, gegen Russland, wegen des Ukraine-Krieges, haben vielen Ländern, die den Amerikanern nicht so wirklich freundlich gesonnen sind, doch klar gemacht, dass, wenn sie Dollar besitzen, von den Amerikanern im Grunde den Saft abgedreht bekommen können. Die können aus dem SWIFT-System rausgedrängt werden und sie können auch im Finanzsystem ausgefroren werden, sodass denen eigentlich im Grunde einem Land, das von den USA eher so ein bisschen feindlich gesonnen ist, dass denen der Dollar nicht viel nutzt im Zweifelsfall. Das haben auch die Russen gesehen. Insofern könnte der Dollar diese Stellung verlieren im Weltfinanzsystem und Gold eine größere Stelle im Weltfinanzsystem bekommen. Sonst, anders kann ich es mir nicht erklären, dass der Goldpreis in dieser Zeit nicht stärker gefallen ist. Hinzu kommt, dass Bitcoin ein bisschen versagt hat, muss man sagen. Das war ja die Hoffnung, dass man ein neues Weltwährungssystem damit bekommt, das was unabhängig ist. Aber der Sturz auf der Verlust zwei Drittel des Wertes in etwas über einem halben Jahr hat natürlich die Anleger jetzt nicht davon überzeugt, dass das die kommende Weltwährung wird. Insofern könnte das Phänomen, dass das Goldpreis jetzt nicht gefallen ist bei dem starken Sturz der US-Staatsanleihe, dafür sprechen, dass langfristig Gold große Chance hat. Im Moment würde ich vielleicht eher noch eine Rückschlaggefahr sehen, aber sobald die US-Anleiherendite auch einmal wieder zu fallen beginnt, das wird der Fall sein, wenn die Inflationsrate auch wieder nachgibt, was im Laufe des Jahres wohl der Fall sein wird, dann könnte Gold Entschuldigung, natürlich sehr großes Potenzial haben. Also Sie sagen, Gold könnte Potenzial haben, eher aber auch längerfristig. Vorher hatten Sie sich ja auch schon recht positiv zu einer Erholung an den Aktienmärkten gezeigt. Was könnten Sie da jetzt zusammenfassend gerade dem Anleger raten? Wie könnte der sich aktuell positionieren? Im Moment würde ich und tue ich selbst auf Aktien setzen. Ich glaube, da ist zunächst eine Erholung, auch ein bisschen mittelfristig, größeren Ausmaßes drin. Und Gold vielleicht im Moment noch nicht. Wie gesagt, etwas Rückschlagspotenzial, aber man muss es im Auge behalten, sobald die US-Anleiherendite anfängt zu fallen, könnte Gold also vor einer längeren Höherbewertung stehen. Noch nicht jetzt, aber vielleicht im nächsten Jahr. Herr Gebert, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ich danke Frau Grebe für das Gespräch. Liebe Zuschauer, soweit der Blick auf die Märkte. Ganz schön durcheinander gewirbelt vor kurzem erst durch die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken. Deswegen haben wir uns mal ein bisschen angeschaut, was ist da gerade drin beim DAX, aber auch natürlich der Blick aufs Gold. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.